Dann komm mal an, du Klappstuhl. Trag an, du Klappstuhl. Kleiner stinkender Mann. So. Jetzt haben wir seine Erdenbrudis auch gleich geweckt. Also wenn es jetzt hier irgendwas gibt an Zombomaten, werden wir es so gleich treffen. Alter. Ich glaube nicht, dass ich das hier mache. Oh, meine Nachbarin saugt Staub. Ist das schön. So. Wir haben einen weiteren Höhlenzweiger. Ganz einfach mal eben auf die feige Tour. Oh, wie schön. Wir kriegen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Oder was hat die da? Sie macht das immer nur so kurz an. Das kann kein Staubsauger sein. Vielleicht ist es auch eine Kaffeemühle. Ich habe ja meine Kaffeemühle eben auch um 6 Uhr angeschmissen. Da haben sich sicherlich auch einige Nachbarn gefreut. Ich habe so eine elektrische Kaffeemühle so. Ah, die hat ein ganz schönes Geräusch. Die ist schon ein bisschen älter. Also ich schätze sie vom Aussehen mal auf 70er Jahre. Ich habe sie von meiner Freundin geerbt. Ja, wie so vieles. Was hast du eigentlich nicht von deiner Freundin? Meine Unterwäsche. In der Tat, meine Unterwäsche ist immer noch meine. Oh, ich habe die Lava tot gemacht. Das wollte ich eigentlich nicht. Machen wir das jetzt wirklich? Haha. Hihi. Hohoho. Hoho. Nein, ich verklick mich nicht, weil ich müde bin oder einen Kater habe oder so. Nein, ich bin einfach nur kackendreck nervös. So, und hier sollten wir auch schön großflächig ausleuchten. Ja, da auch. Oh, ist das schön viel Eisen hier. Guck dir das mal an. Das scheint ja hier wirklich wieder so ein... Ich will es ja nicht beschreien, aber es könnte ein Spawner sein. Ich weiß, ich sag immer, dass da ein Spawner ist. Dann ist da gar keiner. Ich sag's lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. So. Da vorne sieht es... erdig aus. Mit grünem Dreck. Was macht grüner Dreck hier in dieser Höhle? Ich hoffe, es kommt nicht zwischen der grüner Dreck gleich. Gold. Da bewegt sich was. Blöde Federmäuse. Federmäuse. Hau ab, du Stück fliegendes Geschmeiß. So. Ach, gucke mal. Ja, sind wir aber ein bisschen mutig gewesen, ne? 20 Eisen. Warte mal. Komm mal her. Kannst sicher sterben. Oh, ein echtes Naturtalent. So. Weißt du was? Wir nehmen mal die Steinspitzhacke für den Kram hier, weil wir... Mit dem Graben sind wir ja soweit erstmal... durch. Oh, ich bin aber auch wirklich durch. Ich bin... ich sehe aber eigentlich noch recht fresh aus. Fresh aus, ne? Also dafür, dass ich... mich fühle, als wäre mir einer mit einer Raspel durch den Hals gegangen und durch die Nase und ja, da drückt es und da drückt es und Kiefer tun weh. Also dafür und dass ich jetzt halt schon wieder über 5 Stunden lustigen Spaß gemacht habe, da wollen wir auch mal richtig Spaß haben. Für Happy und...
Das, sowas, das macht nur dieser Irre, ne? Nö, nicht nur dieser Irre. Viele andere Irre machen das auch. Und falls du einer dieser Irren sein solltest, dann grüße ich dich recht herzlich, mein irrer Freund. So. Puh. Das ist wirklich wundervoll. So, jetzt haben wir auch Gravel, um den unten in die Lava zu schmeißen. Wollen wir unten in die Ravine reinsteigen? Ich denke nicht, dass ich das will, weil... wir haben immer noch mehrere Etagen unerkundetes Höhlengebiet über uns dann und unsere Kamikaze-Sturzflug-Selbstmordbomber würden sicherlich sehr viel Spaß daran haben, uns da unten zu überraschen. Ja. Ja, ich habe jetzt zwei Spitzhacken angefangen, aber die eine ist Stein. Weil ich nicht weiß, ob ich unter Umständen hier unten jetzt noch Rotstein und Lapis finde. Und ich glaube, das kann man nur mit der Eisen abbauen. Bin mir nicht sicher. Lass mich mal gucken. 24. Das ist nicht so weit unten, wie ich dachte. Ja, nicht unter die abbauen. Das ist nicht gut. La la la. 25 Erfahrungslevel. Ja. Also wenn ich einen Diamanten finde und... Also wir müssten mehrere Diamanten haben. Wir müssten 4 Diamanten finden. 4 Diamanten. 3 für die Spitzhacke, eine für den Verzauberungstisch. Dann würde ich glatt Verzauberungsraum jetzt in Angriff nehmen. Weil Leder ist nicht so das Problem hier. Wir haben Kühe. Wir könnten ganz schnell mal eben eine Kuhfarm aufziehen. Und das wäre ich auch, da wäre ich auch glatt dabei. Wäre ich voll am Start, Digga. So. Oh, Alter. Haben wir gut gemacht hier, ne? Einfach mal eben die Höhle ausspioniert. Und hier kommen wir jetzt auch weg. Guck mal, da ist auch noch Eisen. Schön. Ich finde, der Ausflug ist auch gar nicht so schlecht gelaufen, oder? So. Wie viel Stein haben wir denn? Ja, eine erklägliche Anzahl. So, dann machen wir doch mal hier weiter. Es muss doch zu schaffen sein, dass uns irgendwo noch ein Creeper in die Luft springt. Ja. Ja. Wenn ihr das jetzt gehört hättet, das war... Das war ein so voller Sound. Das war Dolby Stereo. Quadro Sound. Ich glaube, da können wir sogar runter, es wagen, runterzugehen, weil da ist ein Wasserstrom. Und der würde alles wegtragen. Hoffe ich mal. Hallo? Senior und die Seniores Bösigkeit, Übel, Senior Übel. Okay, ich versuche es. I try and I try. So, jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass das, was uns eben geschützt hat, uns nicht gleich dorthin trägt, wo unter Umständen das Böse auf uns wartet. So. Erstmal hier oben die Rückzugswand weg und das Metall holen, was dort liegt. Jetzt halt mal die Fresse, Zombie. Ich muss mich hier konzentrieren. So. Das scheint dir eine Wurst zu interessieren, okay? Ich werde mir das merken, Zombie. Ich werde mir das merken. Das ist eine Kriegserklärung. Wenn ich dich sehe, dann mache ich Kebab aus dir. Oh, ja. Jetzt müsste ich erstmal aufpassen, dass hier niemand Kebab aus mir macht.
So, das ist wieder diese Ravinenkreuzung hier, die wir vorhin schon mit Erstaunen und Inbrunst beobachtet haben. Hallo Mini-Zombie, du alte Sau. Du kommst gar nicht an uns ran. Na, hoffe ich mal. Ja. Wenn, dann haben wir ein Problem. Obwohl, wir haben schon Mini-Zombies. Wisst ihr noch, die ganze Kita am Anfang? Das war erstaunlich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also ich habe so, ich glaube, zwei Mini-Zombies hatten wir in der alten Welt mal. In der Mine unten. Das hieß auch Spiel und Spaß in der Zombie-Kita, habe ich die Folge genannt. Kannst ja mal gucken. Oh, das bringt uns hier runter in die Ravine. Das könnte sich als ungut herausstellen. Oh. Ich sollte einen Rückzugsklotz setzen. Wenn sich diese Entscheidung als ungut herausstellt. Freunde? Ich höre irgendwas. Fuck. Ich hasse es, im Crafting-Geschichte zu sein, wenn ich nicht weiß, was mich als nächstes angreifen könnte. Ist das da? Oh, friggin' K. Gar nicht so schlimm, Sonny. Wir können das. Was tust du nur? Ach, guck mal. Ein bisschen Rotstein. Nicht gar nicht mal so ein bisschen. Ich glaube, gleich gehen wir erstmal nach oben, ne? Und genießen ein wenig das Tageslicht und die frische Luft. Wie weit unten sind wir? 13. Alter Schwede. Muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Ein bisschen. Ja, die Eisenspitzhacke fliegt gleich auseinander. Aber wir haben gut viel Eisen mitgenommen. Was wir hier alles untersucht haben. Es ist erstaunlich. Es ist ein Mirakulum. Da ist noch mehr Eisen. Und ich höre Zombies durch die Wand grunzen. Das könnte natürlich Spaß machen. Vielleicht. Nein. Ich höre sehr viel Wasser. Okay. Aber das hört ihr ja alles auch und das freut mich auch, dass ihr so mit mir seid. Horsti, halt meine Hand, ich habe Angst. Nein, das hört sich falsch. Okay. Nicht, dass hier wieder falsche Verdächtigungen aufkommen. Nein! Alter. Ich sollte vielleicht aufpassen. Es könnte von da oben immer noch irgendwas sich anschleichen. Alter, was ist denn hier los? Eisen ohne Ende. Kohle ohne Ende. Freude ohne Ende. Lava ohne Ende. Blub, blub, blub. Ich bin ein Pudel. Soll ich schon wieder verlinken? Ach, unser Freund Siegheil ist wieder da. Ja, und es tut mir leid, der Endermann sagt Heil. Das ist so. Ich werde das niemals verwenden. Genauso wie dieses Spiel ist sowieso schlimm. Wenn du dir mal anguckst, der Hauptprotagonist, ne? Wenn der nichts in der Hand hat, ne? Wenn der also kein Werkzeug oder so in der Hand hat, dann läuft er die ganze Zeit mit dem gestreckten rechten Arm durch die Gegend. Ja, ist so. Ist nicht von mir erfunden, ist so. Und ich finde das besonders schlimm, dass wenn er in Minecraft fährt, also in der Minenlore, ne? Dann sieht das immer aus wie, mich erinnert das immer an dieses schwarze Auto, wo Hitler irgendwie drin fährt und den rechten Arm hochhebt. Das ist fragwürdig. Sehr. Ja, wir haben immer noch Platz im Inventar, ne?
Wir könnten noch. Er will es wirklich wissen. Ja, was denn? Was will er denn wissen? Ja, ob man hier unten vielleicht doch noch mal ganz ekelhaft krepieren kann. Mit Sicherheit. Boah, es ist so still. Es ist so fucking still. Ja, also. Nee, das prangere ich jetzt an. Warum ist das hier so langweilig? Ach, guck mal. Niemals direkt nach oben graben. Das ist nicht so gut. Vor allen Dingen, wenn man auf dem Level irgendwo kurz vorm Grundstein ist, dann könnte das vielleicht in einer heißen Dusche enden. Dann ist mal ein Pudel. Ein gebratener Pudel. Insider. Guck mal, Horst, jetzt haben wir schon unsere eigenen Insider. Ist das nicht geil? Aber ich frage mich immer noch, wie bist du auf die Idee gekommen? Ich weiß, buddeln, aber was hat das mit Pudel zu tun? Ja, ich weiß, ich mache öfter ähnliche Geschichten. Oh, und kann das dann nicht erklären. Wie in If you're happy and you know it, crap your pants. Ja. Ach, guck mal. Hier ist Spitzhacken Schnellsterben angesagt. Ja gut, viel Kohle haben wir auch hier rausgekriegt. Es ist nicht die kohlereichste Gegend, die ich jemals gesehen habe. Aber ich glaube, dafür muss man auch in die Extreme Hills. Ich weiß nicht, ob das unbedingt was damit zu tun hat. Aber 48 Eisen. Also jetzt können wir unsere Eisengegenstände durchaus kredenzen und genießen. So. Das heißt, wir nehmen jetzt mal diese wunderschöne Eisenaxt und da ist noch mehr Eisen. So, aber da ist noch mehr Kohle. Pack hier mal eine Fackel rein, mein Guter. Sonst macht das gleich Stpum oder so. Ich weiß es ja nicht. So, das dürfte es sein mit der Kohle. Hier. Und dann holen wir uns noch das. Noch mehr Eisen. Ha. Würde mich nicht wundern, wenn wir hier mit einem 64er Eisen rausgehen. Das wäre sehr angenehm. Was machen wir denn dann? Gehen wir dann rüber zum Dorf und gucken uns an, wie da alles verwüstet ist. Also, ich würde mich nicht wundern. Es würde mich aber schon ärgern. Also, sagt mal ehrlich, man kann doch tun, was man will mit diesen blöden Dorfbewohnern und sie schaffen es doch zu krepieren. Jetzt hör mal auf. Mann. Was soll denn das? Ach, dieser absolut unnötige Lärm? Ich bin ein Pudel, ich bin ein Pudel. Weißt du was? Ich mach die mal dauerhaft. Ich mach die mal dauerhaft hinüber. So. Ich hab auf diesen Scheiß einfach keinen Bock mehr. So. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. So, Dele. Haben wir denn jetzt alles raus hier? Glaube ja. Mehr geht hier nicht. Und ich glaube, ich müsste mal pipi. Jetzt darf ich das sogar sagen. Die Frage ist jetzt. Oh, hier ist noch. Sollte ich das tun oder sollte ich das lassen? Niemand hat was gesagt, also mache ich es einfach. Also, dann. Wir bräuchten vielleicht eine kleine Schaufel. Ich müsste gleich wirklich mal auf Klo. Denn bei solchen Gegebenheiten hier ist es nicht gut, mit vollem Gebläse. Ein volles Gebläse. Auf dem Gamer-Thron zu sitzen und na, das ist einfach nicht gut, das fühlt sich auch nicht gut an. Wir kriegen noch die 64er Eisen, wenn das so weitergeht. Aber vielleicht bringt uns vorher auch was um. Sehr witzig. Sehr witzig, sehr witzig. So. Was haben wir denn hier? Lass uns doch mal schauen. Sieht mir doch sehr stark nach einem Aufgang aus. Es ist kein Sonnenaufgang, es ist ein Höhlenaufgang. Da unten ist auch ein Minenrundergang, ein Höhlenruntergang, den ich mal kurz ab.
absperren werde. Och, guck mal, wer da oben steht. Das ist ja mal niedlich.